Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Lauchs. Ich bin Redakteur für den deutschen Fachverlag, tätig für den Packreport. Und heute ist er wieder. Wir sind unterwegs. Packreport Sommertour 2022. Erste Station, Hannmünden. Wir haben es seit Tagen online und überall angekündigt. Wir starten bei Knüppelverpackung. Ganz bekanntes Unternehmen in unserer Branche. An meiner Seite Ernst Hahn, Geschäftsführer des hiesigen Unternehmens. Hallo Herr Hahn, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, herzlich willkommen, Herr Lauchs. Danke sehr an die Userinnen und User da draußen. Ich bin jetzt so circa ein Stündchen hier, sehr kurzweilig, hatte einen kleinen Werksrundgang eben schon, haben das Lager gesehen. Werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Doch zuallererst wollen wir natürlich erfahren, Herr Hahn, ein Unternehmen im Jahr 1919 gegründet, bis heute erfolgreich am Markt. Was haben Sie richtig gemacht? Was zeichnet Knüppelverpackung aus? Ach, ich denke, an erster Stelle würde ich da unser breites Portfolio an Produkten und Lösungen, Leistungen erwähnen. Zunächst mal die Standards, die wesentliche Basis darstellen. Und dann haben wir ein breites Sortiment an Speziallösungen, an interessanten, spannenden Sonderlösungen. Ja, ja. Und unser Fokus ist eigentlich immer die individuelle Lösung beim Kunden. Ja. Und wir streben immer danach, Lösungen zu ersinnen, ja, die dem Kunden einen echten, ehrlichen Mehrwert bieten. Ja, ja, ja. Sie sind auch, habe schon gesehen, der Papierausrüstung aktiv. Ne? Sie haben mir erzählt, und ist ja auch groß bekannt, 1919 als Papiergroßhandel gegründet eigentlich. Jetzt haben wir Papierausrüstung gesehen, eher ungewöhnlich für einen Händler. Wie würden Sie im Nachhinein das begründen und war das ein richtiger Schritt, in diese Richtung zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja keine Weichenstellung der letzten wenigen Jahre, sondern das hat Tradition. Wir sind ursprünglich als Papiergroßhandel gegründet worden. Ja, damals ging es vor allem um Packpapier und dergleichen. Heute verarbeiten wir Papier unterschiedlichster Qualitäten für überwiegend eigentlich anspruchsvolle industrielle Anwendungen und können heute in einer breiten Range Format- und Rollenware produzieren und haben uns das bis heute erhalten als Nische und eben auch ein Beispiel für die Bereiche, wo wir eben nicht als Großhändler, sondern auch als Hersteller auftreten. Ja. Nun wissen Sie besser als ich eigentlich, Papier in aller Munde, gerade im Verpackungssegment. Das heißt, Nachhaltigkeit ist für Sie kein neues Schlagwort, sondern Nachhaltigkeit ist auch bei Knüppel ein jahrzehntelang geprägter Begriff. Völlig richtig. Papier gilt heute ganz allgemein als nachhaltig. Folie ist in Ruf gekommen. Wir sehen das anders. Ja, es hängt letztlich von der jeweiligen Anwendung beim Kunden ab, ob eben ein Folien- oder ein papierbasiertes Produkt das Richtige ist. Habe ich die riesigen Papierrollen im Lager gesehen. Sie haben ein sehr cleveres Lagermanagement, sind deutschlandweit breit aufgestellt. Das heißt, wo kann es für Knüppel vielleicht noch weitergehen? Stichwort Expansion. Ich frage das natürlich, weil wir auf einem bestimmten Grund und Boden stehen. Was sind die Pläne? Ja, einer unserer wundesten Punkte ist sicherlich der Lagerplatz seit Jahren. Und deswegen konnten wir oder freuen uns, dass wir vor Jahren dieses Grundstück erwerben konnten und planen hier jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine weitere Logistikhalle bauen zu können, sind jetzt in der Planungsphase und ich denke, dass wir die vielleicht Ende dieses Jahres abschließen können, um dann im Laufe des Jahres 2023 hier hoffentlich mit dem ersten Spatenstich beginnen zu können. Das heißt, es war auch nie ein Gedanke, Sie sind tief hier verwurzelt, auch die Firma, Sie sind auch Gesellschafter. Es war nie ein Gedanke, hier wegzugehen als Standort, sondern Hannmünden wird und war immer die Basis dieses Unternehmens. Definitiv, hier sind wir gegründet worden, hier haben wir uns entwickelt, auch mehrfach den Standort gewechselt. Ja, so gesehen ist Münden ganz klar der Hauptsitz, ja, aber wir haben ja in anderen Teilen Deutschlands auch unsere Verkaufsniederlassungen mit jeweils auch Lagerlogistik vor Ort. Ja, unser Prinzip ist, dass wir eben in der Nähe des Kunden sein wollen, sowohl mit der Logistik als auch mit den Mitarbeitern, vor allem auch dem Außendienst, der eben die Kunden vor Ort betreut, was für uns eigentlich die ganz wesentliche Basis darstellt. Ist eigentlich eine rhetorische Frage, frage ich aber eigentlich jeden, wie froh sind Sie, dass wir jetzt wieder in diesen Zeiten sind, wo ich hierher kommen kann, wo wir ohne Maske uns gegenüberstehen, natürlich im Freien. Wenn Sie da mal vielleicht eine persönliche Schilderung geben, Corona-Pandemie im Moment ja zumindest nicht so akut, wie es ja zum Beispiel letztes Jahr, ich habe es gesagt, letztes Jahr bei einer Packreportur, hätten wir uns beide vorher testen müssen und so weiter. Wie sind da Ihre persönlichen vielleicht auch Lernwerte, Erfahrungswerte aus dieser Zeit? Ich denke, wir haben die Zeit ganz gut gemeistert, uns nach den Regeln gerichtet und das Beste daraus gemacht. Am schwierigsten für uns war eigentlich, dass wir eben große Schwierigkeiten hatten und Barrieren vor uns sahen, die Kunden vor Ort zu besuchen, was für uns eben so entscheidend ist. Und das geht jetzt natürlich wieder deutlich besser und wir hoffen sehr, dass es weiter in diese Richtung geht. Ja.
Prima. Nun haben Sie mir auf dem Rundgang natürlich dahingehend Angst gemacht, dass die nächste Etappe meiner Packrobot-Sommertour Richtung Göttingen geht. Sie kennen sich hier sehr gut aus. Schildern Sie mal in zwei, drei Sätzen, wie es für mich in den nächsten zwei, drei Stunden weitergeht. Es geht nicht nur bergauf, habe ich gehört, sondern es geht mehrfach bergauf, Herr Hahn. Wenn Sie werden mit Bergen und Tälern konfrontiert. Das heißt, Sie müssen mehrfach den Berg hoch, um wieder runterzufahren und können sich dann auf den nächsten Hügel freuen. Am Ende geht es aber Richtung Göttingen tatsächlich ein gutes Stück nur noch bergab und ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt und alles Gute. Ja. Ich hätte kein besseres Schlusswort finden können. Wunderbar hier bei Knüppelverpackung in einem Münden, Herr Hahn. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich merke bei mir, das Wort bergab wird ganz oben stehen. Bleiben Sie uns treu, folgen Sie uns Social Media, Packreport auf unserer neuen Homepage. Den ganzen Tag bieten wir Content. Herr Hahn, ganz herzlichen Dank. Ich muss weiter aufs Rad. Bergauf, bergab. Bis später. Ciao.